Genau. Hallo. An diesem Freitag. Netterweise wurden hier Dinge, Schwester Tanlit, Krämer, ach ja, die haben alle. Ich bin begeistert von den Neuerungen. Es ist so schön, dass wir jetzt hier, nicht auf dieser Karte, aber hier in der Minimap, auf jeden Fall Leute angezeigt haben, mit denen man sprechen kann. Weil ich glaube, im Grundspiel, ohne den Patch quasi von der Golden Dingsbums Edition, das war nicht, dass einem angezeigt wurde, mit wem man reden kann. Deswegen sind wir beim ersten Mal auch alle möglichen Quests durch die Lappen gegangen. Wo ist eigentlich, wo haben die Ardo? Ach nee, Ardo ist jetzt bei den Elfen. Ja, stimmt, habe ich schon wieder Ich vergessen. hoffe, dass ihr bald Heilung fühlt. Ihr wolltet sicher Ja. etwas. Kann ich für euch tun? Ja, ich wollte etwas sagen. So Und stellt sie. zwar eine Jawohl, hier Werkbank. in Nadoret können wir das machen. Der Preis beträgt 75 Dukaten pro Werkbank. Wozu soll die Okay. Werkbank dienen, die ihr kaufen wollt? Cool. Okay, ich dachte schon, wir müssen jetzt in der Stadt rumlaufen. Zum Glück habe ich das nochmal gecheckt. Ich hätte gerne für die Alchemie Ich kümmere etwas. mich sofort darum. Jalik! Warum eigentlich ich? Was raus im Rücken! Oh, Jalik. Es tut schon so Silberzahn. verdächtig knirschen. Das müssen wir uns angucken. Es tut schon so verdächtig knirschen. Cool. Und So, da könnten werter wir Herr jetzt weiter. Kapitän, Lando Dielbrack, der Hochgeschätzte. Alles an Deck. Viel Spaß mit dem Ding, für das ich meinen Rücken geopfert habe. Du, ich mach dir eine Salbe dafür. Kein Problem. Guck mal. Also, Bleichmohnwein. Wir haben natürlich nichts mehr da. Sumpfranzen-Heiltinktur. Was brauchen wir da? Alraunenpulver. Das finden wir garantiert. Also, ich glaube nicht, dass wir das in der persönlichen Dingenskirchen haben. Zum sanften Ochsen, das ist Torvaler Lager. Okay, ah, das ist. Okay, Wundpulver haben wir, aber Alraunenpulver haben wir nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass. Okay, auf die Planke können wir nicht klicken. Dass wir das auf dem Marktplatz bekommen. Und dann könnten wir das machen, bevor wir jetzt zu unserem alten Meister gehen. Und einmal gucken, was da Phase ist. Weil so ein Strudel mit den Verbindungen zu den tiefen Wegen quasi. Das ist nicht gut. Da wollte ich hin. Ich wollte einen neuen Start setzen. So, sind wir jetzt schon am Hafen. Können wir schnell reisen. Reisen. Bürger von Nadoret. Nadoret. Die Stadtwache Wo sind braucht wir nochmal? In eure welcher Stadt? Unterstützung. Marktplatz. Ah, Leute, jetzt schreien die uns wieder alle an. Hallo, Hallo, Aurelia. Lass uns sprechen. Willkommen an meinem Stand. Handel. So, gute Frau, die Alchemie. Mieschürze ist besser als das, was wir haben. Kaufen wir die doch gleich. Die Alchemie-Handschuhe. Ich glaube, 1-1 haben wir schon. Und 1-1 am rechten Bein auch. Genau, okay. Brandsalbe, Heilsalbe. Wir brauchen Alraunenpulver. Und davon nehmen wir mal 5. Dann schließen wir das Ganze ab. Wir werden jetzt die Sumpfranzen-Heiltinktur herstellen. Das ist so ein Standard. Das wird uns auf jeden Fall fehlen. Oh, ein Beerensaft können wir herstellen. 8 Stück. Das ist ja nice. Bubble, 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 bubble. Oh, das gibt auch schon Abenteuerpunkte. Ach nee, das war. Oh, hier gibt es aber viele Leute, mit denen man reden kann. Rezepte, Eieiei. Tränke und Zutaten. Bei mir Heiler gibt es alles, was Meinfried. das Alchemistenherz begehrt. Wow. Okay. Ach, das sind auch zum Teil die Händler, alles klar. So, gut, jetzt reisen wir noch ein Stück weiter Ruhe, Richtung Leute, Magierturm. Ruhe! Zur Stunde gibt es nichts weiter zu sagen, außer dass keine Gefahr Und werden einmal speichern. Aber ich muss hier aufpassen. Aha. Verzeiht, Und aber du? ich muss hier aufpassen. Ah Hoffentlich ja. wird der Fluss wieder sicher.
Jetzt, wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Der alte Kommandant der Zollfeste ist tot. Das muss ich gleich meiner Nachbarin erzählen. Wow, du bist aber aktuell. Du bist wieder sicher. Haltet ein. Jasper, ihr könnt hier nicht weiter. Nein? Abgesperrt? Was ist denn passiert? So, ich muss aber zum Magister Bruckbart. Wachtmeister Nierulf hat befohlen, den Zugang zum Magierturm erst einmal abzusperren, bis wir wissen, was eigentlich vorgefallen ist. Okay, wo sind denn eure rot-weißen Flatterbänder, wo Achtung, bitte nicht passieren, Polizei draufsteht? Ah. Davon muss ich als ehemaliger Lehrling des Magiers abraten, Magisters abraten. Wird dieser magische Strudel nicht binnen der nächsten Stunde geschlossen, wird er ganz Nardoret in den Limbus reißen. Es sei denn, ihr erlaubt mir, mich dem anzunehmen. Das ist ja... Ihr könnt passieren. Beeilt euch. Vielleicht könnt ihr das Schlimmste doch abwenden. Ja, ja. Weil der ist schon seit heute Morgen da. Okay. Ein missglücktes Experiment. War ja klar. War ja klar, dass der alte Sack wieder mit Tod, Leben und dem Nachreich herumspielt. So bedrohlich sah das jetzt gar nicht aus. Ein bisschen Gewitter. Wollen wir noch ein bisschen Blümchen pflücken, bevor wir da hingehen? Das wäre so lustig, wenn wir uns dabei zugucken, wie wir Blumen pflücken. Also die. Zumindest den Zunderschwamm nehmen wir mal mit, ne? Weil wir wollen ja 500 Zunderschwämme für den Ziegenhirten haben. 5 haben wir jetzt schon mal. Und noch ein bisschen Gullmond. Und dann gucken wir, was Hesiande, oder wie sie auch hieß, Hesitante, Hesiandine, uns hier zu diesem Spektakel zu sagen hat. Hallöle, jemand zu Hause? Guten Tag. Hallo, wir gehen natürlich nach unten. Wir wissen nämlich, da ist das Labor. Die Abstellkammer. Damals hat man uns reingelassen. Hier ist Jandine. Hallo? Hier ist irgendwas im Gange. Ich spüre es. Meine Magier-Sinne schlagen aus. Oh, eine Handwerkskiste. Wir können sie noch einmal plündern. Nee, doch nicht. Hallo? Oh, habe ich mich erschrocken. Ja, was ist das hier für ein Gewaber? Hesindiane, was ist? Meister Buckbart, was ist mit ihm? So rede doch endlich. Ich habe ihn so gefunden. Er muss mit einem mächtigen Satz aus dem Raum gesprungen sein. Was sollen wir nur machen? Er ist doch... Aber hätte er nur zugelassen, ich... Was denn, dass du da reingehst? Hallo, versuch dich zu konzentrieren. Deswegen bin ich schon längst draußen aus der Ausbildung und du bist noch drin, ja, weil dir die Konzentration fehlt. Du hast Konzentration minus 5. Wer hat dich so überhaupt in die Zauberei gelassen? Wir müssen einen klaren Kopf bewahren, wenn wir dem Meister helfen wollen. Hat er noch an seinem Experiment gearbeitet? Soweit ich weiß, stand er kurz vor der Vollendung seiner Beschwörungsformel. Wo hast du das denn jetzt abgelesen? Von deiner Hand? Aha, was hat der beschworen? Hast du reingehustet und hast alles verdorben? Wie viel hast du denn vom Vorfall mitbekommen? Warst ich du im sammelte Turm, draußen Kräuter, als ein greller Lichtblitz begleitet durch einen gewaltigen Donner auf den Turm herabfuhr. Der ganze Boden erzitterte und ich wurde zu niedergeworfen. Vielleicht sagt man das so aus der Gegend, wo sie kommt. Und dann sah ich es erst. Ein Riss im Sphärengefüge, direkt über dem Turm. Als ich mich wieder gesammelt hatte, eilte ich stehenden Fußes zum Labor und... Ja, fand dies hier vor. Ja. Es hilft alles nichts. Wir müssen versuchen, die Tür zum Labor zu öffnen und den Ursprung des Sphärenrisses zu finden. Ich nehme an, das Objekt, welches der Meister in Händen hält, ist der Schlüssel zum Labor. Ja, das ist er. Doch sei vorsichtig.
Ein Zauber auf der Tür versiegelt sie bei drohender Gefahr. Fuldigor allein weiß, was sich dahinter verbirgt. Ich bleibe hier und versuche, den Meister zu befreien. Wer ist Fuldigor? Aha, ach, er ist da so. Ah, okay, er ist in der Zeit erstarrt. Aber wir können den Ritualraumschlüssel nehmen, okay. Ich habe Meister Buckbart. Gut, ich hoffe, ich denke in 10 Minuten noch daran, wenn ich das Ganze schneiden werde, direkt, das hier rauszuschneiden. Also die ganzen Wege im Turm, um den Turm herum. Wir haben jetzt übrigens eine Alchemieschürze an, die uns besser schützt. Nur falls ich es rausgeschnitten habe. Und jetzt, das sieht mir schwer nach einem Rätsel aus. 97. Nächste Folge werden wir der Stadtwache helfen. Jetzt schließen wir das Ding mit dem alten Meister ab, vielleicht. GGF, Stadtwache. So. Speichern. Weiter. Ah ja, okay, wir haben hier mehrere Ringe. Gibt es etwas, was wir nicht bewegen können? Nein. Okay, guck mal. Ach so. Ah, ist ja ungünstig. Ach, es bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn, oder was? Es ist alles offen. Jetzt verstehe ich das erst. Okay. Wir sollten... Bewegt sich das jetzt mit? Nee, jetzt kann sich das nicht bewegen. Okay, Moment. Okay, ich verstehe. Unterschiedliche Größen, verdammte Axt. Ja, das könnte so passen. Das könnte dir so passen. Dann bewegen wir noch das. Und, das Innere bewegt auch das Äußere. Das ist so unangenehm. Okay. Also sollte das Innere auf jeden Fall schon mal passen, bevor wir irgendetwas machen. Nur das Mittlere ist unabhängig, alles klar. Immerhin ist es das. Das ist ja sehr nett. Weil dann haben wir es nämlich gleich. So. Gut. Sichern wir das Ganze. Sehr schön. Oha. Okay, hat die Zeit eingefroren, damit hier nicht Dinge passieren. Alles klar. Wir speichern nochmal. Sieht alles sehr verdächtig aus. Hallo? Sieht mir noch mehr Rätsel aus. Hier ist ein verdächtiges offenes Buch, aber offensichtlich können wir es nicht anklicken. Dafür nehmen wir uns einfach Dinge aus. Zunderschwamm für Lau. Aus der Kiste. Was ist hier los? Hallo? Ah ja, ich sehe einen Kreis mit Symbolen, die ich hier nicht verstehe, weil sie offensichtlich in einer Sprache geschrieben wurden, die... Eieiei. Okay. Ich glaube, wir sind in einer Zeit mit Feuergeistern. Okay, gut. Sind wir zurück teleportiert worden? Wie dem auch sei.
Es ist an der Zeit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Wahrscheinlich bringt es nicht so viel. Na, was steht jetzt hier? Nicht viel. Fulminictus. Nein! Und das war das Aus. Wie das Aus? Das geht doch nicht vor dem. So kann die Geschichte das geht nicht wirklich enden. Nicht. So, gut. Wir machen das jetzt anders. Wir machen nochmal. So, Versuch Nummer 2. Das war natürlich höchst dramatisch. So, wir werden uns von Anfang an schützen. Ja. Brandsalbe haben wir natürlich nicht. Aber vielleicht werden wir dann billig gegenheilen, würde ich sagen. Und Culminatio. Ja, gut. Ich glaube, mehr können wir gerade nicht machen. Wir könnten natürlich nochmal. Moment. Wir könnten natürlich noch zurückreisen. Aber dieses Salbe auftragen kostet ja auch nochmal Zeit. Und ob wir das jetzt machen oder nicht. Also, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn wir es jetzt wieder nicht schaffen, dann. So, ja. Gut. Wir nehmen jetzt den, der ganz nah bei uns ist. Oh, guck mal, unsere Effekte wurden aufgehoben. Was? Naja, dann gibt es hier gleich eine hilfreiche Tatze und dem donnern wir gleich einen Fulminictus rein. Und du donnerst dem sofort einen Sternenschlag. Was? Und du haust drauf. Hilfreiche Tatze. So, wir werden einen Schritt zurück weichen. Vielleicht auf diese Seite gehen. Und nach einem weiteren Fulminictus. Gezielter Stich hat nicht so viel gebracht, ne? Werden wir in die Heilung übergehen. Virus kann sofort heilen. Und zwar einen den Sterb! Balsam Salabunde! Das Ding ist halt auch, wenn die alle so nah da dran rumstehen, die Sumpfranze brennt. Das ist jetzt nicht das Ding, aber ja. So, kostet 5 bis 22 und das kostet 10 bis. Wir versuchen es nochmal mit einem Kulminatus. Dann behalten wir das Leben unserer Gefährten einmal im Auge. So, wer ist denn hier am meisten angekratzt von denen? Ja. Ich eile. Virus könnte sich mal da hinstellen. Ja. Geht auf den. Ja. Und du heilst einmal. Fulcrum finde ich ganz so viel, aber ein bisschen. Okay, die rennen alle Virus hinterher. Passiver Kampfstil. Und ein Pfeilhagel auf. Sanyasa! Okay, die wollen alle. Die wollen alle. Was? Die wollen alle. Hilft das noch was? Ei. Du hast keinen Mana mehr übrig für eine hilfreiche Tatze. 5 nur. Da gibt es halt nochmal einen gezielten Schuss. Ah ja. War ihr! Der ist gleich kaputt, was gleich wieder Schaden machen wird. Der ist ein bisschen angekratzt. Na? Und Fulcrum haut auf. Angriff! Oh, guck mal, der. Bin da hinten. Oh ja, da explodiert eine ganze Menge. So, wir brauchen ein bisschen mehr Heilung für Virus. Sterbe. Guck mal, Kuano ist diesmal unbehelligt geblieben. Zwei sind jetzt noch da. Ja.
Fyrus sieht ein bisschen schlecht aus, aber wie viel hat sie denn jetzt? 6? Na, das reicht alles nicht. Was? Hm. Der oder ja! Wenigsten. Ja. Quano. Ja! Stich auf den, obwohl es natürlich nicht ganz so viel bringt. Und du heilst. Ach, du heilst. Okay. Ich hoffe auf das Beste. Jetzt kommt's wieder. Okay, wir können ein bisschen gegenheilen. Das ist gut. Das machen wir gleich nochmal für Quano. Und dann machen wir das gleich für Fulgrim. Und Fyrus hat aufgehört Was? Zu brennen. Hat jetzt 9 Mana. Das reicht für wieder nichts. Okay. Macht ihr auch was? Ich glaube, es fehlt nur noch einer, oder? Ach nee, der hat nur so ganz wenig. Ganz wenig hat er. Da. Gut. Ja. Ja, es tut weh, ich weiß. Gut. Komm schon! Es tut mir auch leid. Ja? Sie kann nicht machen. Sanyasa! Pfeilhagel. Na? Ja! So, du heilst bei nächster Gelegenheit. Tut mir leid, Quano. Oh, wir haben es geschafft. Dann speichern wir gleich mal. Und schließen das Ganze ab. Okay, beim zweiten Versuch hat es geklappt. Heilsalbe, ne? Oha. Oha. Jetzt kommt der große Feuergeist. Ich habe mich zu früh gefreut. Na, den machen wir nächste Folge. Bis gleich. Eigentlich hat uns das Spiel ja genug Zeit gegeben, damit wir uns heilen und verbinden. Aber naja.